Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Harvest Moon, Baum der Stille. Oh, ich höre schon wieder regnen. Let's go. Schön, sogar richtig gewitterig. Das heißt, wir können wieder in die Mine gehen. Wobei ich erstmal was schätzen lassen muss. Ich habe ja gestern einiges an Ausbeute bekommen. Leider kein Kupfer, obwohl das sieht so stürmisch aus. Hoffentlich verwüstet mir das nicht meine Dings hier. Das wäre schlecht. Oh, es ist heiß, Sommer, warm, wärmer, Schwitzegrad. Oh, und wir haben von unseren neuen Tieren Kokons bekommen. Ein zumindest. Ist hier noch irgendwo einer? Komisch. So, ihr müsst heute drinnen bleiben. Ist leider wieder schlechtes Wetter für draußen. Der Tierstall wird morgen fertig ausgebaut sein. So, Tilo, Oneo und Felix. Und auch meine Hühner. Troy Game kriegt. Sakura. So. Und mein Bild spinnt mal wieder. Wobei meine Wii ziemlich lauten Ventilator im Moment macht. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Vielleicht ist es auch an der Hitze. In meinem Zimmer ist es nicht gerade kühl. Unterm Dach. Ach, warte mal. Ein Ei habe ich ja noch, wa? Eins geht doch noch. Oh, nee, sogar zwei. Halt! Oh, Schwein gehabt. Ich dachte schon, der legt das jetzt echt ab. Ich habe ja vier Hühnereier. Vier Hühner, die jetzt Eier legen. Zweimal gute, zweimal normale Mayonnaise. So. Wo sind die? Da, Mayonnaise. Und wo ist die andere Mayonnaise? Dort. So, dann müssen wir noch Felix hochnehmen. Und Neo natürlich. Ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Spiel mir eine Tochter wünschen werde und die nenne ich dann Tita. Ich krieg mich selber. Lustig. Wo will ich denn hin? Erstmal in den Tierstall. Der wird ja auch gerade ausgebaut. Dann haben wir morgen mehr Platz hier. Oh, schön, geht's hier gut. Dann wird gestreichelt und gestriegelt und gemolken und gefüttert. Könntest du natürlich auch erst füttern und dann melken. Famose Milch! Oh, das Bild wackelt ganz schön. Aber ihr seht das nicht, das ist nur auf meinem Fernseher.
weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist genauso wie, dass zwischendurch immer mal das Bild weg ist. Ein schwarzer Bildschirm. Dann muss ich immer auf den PC gucken. Weil dort das Bild halt ist, aber nicht auf dem Fernseher. Oh, so ist das halt, wenn man mit so einem Game Capture aufnimmt. Also ich denke mal, dass das normal ist. So. Ach Mensch, jetzt habe ich gar nicht das... Ach, ist auch nicht so schlimm. Dann schleppe ich es halt mit mir rum. Das Seidengarn, beziehungsweise Seide, Seidenkokon, ist ja noch kein Garn. Kein gar nichts. So. Gut ist, dass ich nicht gießen muss. So geht der Tag mal anders aus. Ich sollte mir vielleicht auch mal einen Fernseher besorgen, damit ich einen Wetterbericht gucken kann. Damit ich sehen kann, ob ich den nächsten Tag gleich aufnehmen kann, ab frühmorgens oder erst später aufnehmen sollte. Da hinten sehe ich ein grünes Kraut liegen. Komm ich da so ran? Nee, natürlich nicht. Muss ich erst den Hammer benutzen. Ja, kann ich wenigstens ein paar Bausteine einsammeln. Aber ich bin nicht scharf drauf, ich habe ja genug. So viel ausbauen müssen wir gar nicht mehr. Oh, warte, da ist ein gelbes Kraut. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Wir sollten ja Lina mal wieder besuchen. Besonders, weil sie heute Geburtstag hat. Also gehe ich jetzt zur Brownie Ranch. Brownie Ranch. Oh, vorher gehe ich noch schätzen. Erze veredeln. So, Eisenerz, zweimal zu Eisen. Silbererz, zweimal zu Silber. Golderz, dreimal zu Gold. Blaues Nein! Verdammt, ich, das Kleinod. Oh! Weißes Kleinod wurde zweimal zu Mondstein. Weißes Kleinod wurde zu veredelt, zu Diamant. Wie wunderbar. Ja, scheiße ist. Ich habe total vergessen, den blauen. Das blaue Kleinod wollte ich nicht veredeln. Das sollte doch in die Kiste, verdammt ich. Das habe ich total verplant. Jetzt muss ich nochmal ein Kleinod, ein blaues Kleinod suchen. Da war ich so happy, endlich eins gefunden zu haben. Ach, na gut, dafür kriegen wir jetzt ordentlich Zaster. Das und das und das und das. Ne, das Silber nicht, aber den Diamanten tun wir da rein. So. Ach, verdammt. Wieder auf Kleinod-Suche gehen. Ich nehme an, dass sie im Hühnerstall oder im Viehstall ist. Beziehungsweise gucken wir das gleich mal. Ranch. Okay, sie ist noch drin. Ich hoffe, die haben heute nicht geschlossen, damit ich da rein kann ins Haus. Ja, ist offen, gut. Da ist sie! Hallo! Hallo! Die Schiffe haben bla 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 können. So, heute ist dein Geburtstag und ich habe extra für dich heute Erdbeermilch gemacht. Oh hey, ein Geburtstagsgeschenk. Dank dir, ein wunderbares Geschenk. Ich bin gerührt. So, kann sie vielleicht eventuell, wahrscheinlich nimmt sie es nicht an, aber ich versuche es trotzdem. Das reicht für heute. Ja, weil wir ihr ein tolles Geschenk gemacht haben zum Geburtstag. Mal gucken, wie ihr Lido aussieht. 5 Erbsen! Jawoll! Schön!
Dann werden wir morgen sicherlich was von ihr hören. Oh, mein Rücken ist ganz nass geschwitzt. Ich gehe nachher duschen. So. Dann noch hier grüne Kraut wegpacken. Und gucken, ob hier noch was drin liegt. Ah, eine Blaubeere. Heidelbeere meine ich. Und so ein komisches Seebeerfrucht und ein grünes Kraut. Und dann gucke ich noch gerade eben hinten, ob da noch was liegt. Gestern hat es nur geregnet, heute ist richtig stürmisch gewitterisch. So, liegt da hinten was oder liegt da nichts? Ja, ich sehe da, glaube ich, ein grünes Kraut liegen. Ey, ich habe Adleraugen, wa? Nee, war ein Zufall, weil das Wiese halt nicht ganz so grün ist wie das grüne Kraut. Dann können wir die grünen Kräuter auch noch mit in die Box tun und dann gehen wir wieder in die Mine. Nach Möglichkeit ein bisschen tiefer. Ich bin nicht mal bis 19 gestern gekommen, weil ich halt so viel gehämmert habe. Apropos gehämmert, wie weit ist denn mein Hammer eigentlich? So, eins höher und dann runter. Der Hammer ist noch nicht sehr weit. Obwohl, warte mal, habe ich das richtig gesehen? Kann ja schon mehrmals ausholen bei Stufe 3. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Wäre ja ganz nice. So, aber erstmal hier das und das da rein und die Blaubeere. Das Silber hebe ich mir auf. Beziehungsweise kann ich meine Kanne schon auf Silber rüsten? Ich habe da gar nicht geguckt. Wir sind ja sowieso gleich bei der Mine. Da kann ich noch mal kurz einen Abstecher zu Rupert machen. In die Schmiede. Vielleicht reichen unsere 5000 ja aus, um die Gießkanne zu upgraden. Wobei ich das Gefühl habe, das kostet 6000. Kupfer hat ja 2500 gekostet. Verdoppelt wäre das 5000. Ja, ich denke mal 6000 kostet Silber. Und 10 oder 12.000 wahrscheinlich Gold. Und weiß ich nicht, wie viel dann göttliche Kanne. Rupert Schmiede. Rupert, sag an, was kostet ein silbernes Werkzeug? So, silberne Kanne 5000. Hey, klasse! Dort ist doch mal was Feines. Haben wir eine silberne Gießkanne. Da freue ich mich. Ich freue mich drauf. Yeah, ich freue mich drauf. So. Aber ich will auf jeden Fall mehr Kupfer finden, damit ich meine anderen Werkzeuge auch mal verbessern kann. Obwohl, wenn ich jetzt noch Gold... Eine Goldkanne könnte ich mir dann auch... Nee, das Gold lasse ich jetzt in Verkauf. So. Fahrstuhl. Noch ein Fahrstuhl. Ebene 5. So, jetzt muss ich mir meinen Hammer zyklen. Boing. Eine Potara-Wurzel. So, mal gucken, was hier verbirgt. Nix. So, Ebene 6. So. Fühl mich schneller.
tiefer. Ebene 7, oh Gott. Die Hassebene ist schlechthin. Wie oft bin ich hier schon nach oben gepustet worden? Aber ich habe ein gutes Gefühl, ich habe da hinten nämlich die Treppe gesehen. Direktverbindung. Ebene 8. Manchmal läuft es wie geschmiert. So, Pilze. Ja, immer ist auch nichts drin. Mensch, ich wollte ausprobieren. So, Moment. Ja. Okay, also noch nicht. Ich dachte, ich könnte schon. Es dauert noch. Kacke. So, dann wollen wir mal gucken. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Komm schon, Kupfer. Kann ich wenigstens meinen Hammer trainieren. Ah, da hinten sehe ich schon den Ausgang. Aber ich will ja noch auf Kleinodsuche. Und natürlich das gute Erz suchen. Ich rate euch, nehmt euch nur Glitzernes. So, hier lohnt sich das mal zuzuhauen. Deine Füße werden lahm. Ach nee, im Ernst? Jetzt geht's tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. In Ebene 10 sind wir. Und wir haben schon wieder den Part vorbei. Für euch ist vorbei, für mich geht's noch weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, sage ich tschüssi, eure Dieter Kenshi.